Mico León Dourado. Das ist der Name, den die Brasilianer einem Tier, das für ganz Brasilien sinnbildlich ist, gegeben haben. Es ist wirklich ein besonderes Tier. Durch sein ansprechendes Aussehen, was es für jeden aus der lokalen Bevölkerung und im Allgemeinen für die Menschen, die den Lebensraum der Affen bewohnen, so attraktiv macht, sind diese Tiere ernsthaft vom Aussterben bedroht. Es scheint so, als könnte sich das goldene Löwenäffchen mit seiner einzigartigen goldenen Farbe nicht wirklich gut verstecken. In ihrem natürlichen Lebensraum sind sie jedoch in der Lage, sich perfekt zu tarnen. Ihr Erhaltungszustand ist im Augenblick abhängig von allen NGOs und von allen zoologischen Gärten, die mit dieser Spezies arbeiten. Ein europäisches Programm zur Zucht in Gefangenschaft stellt sicher, dass der Bestand dieser Tiere stabil bleibt. Sie ernähren sich hauptsächlich von wirbellosen Tieren, kleinen Beeren und Früchten. Es sind sehr lebhafte Tiere und das müssen sie auch sein, denn die Nahrungssuche ist nicht leicht. Sie leben in kleinen Gebieten in Zonen, in denen es gar nicht mal so viel Wald gibt, wie man es sich vielleicht vorstellen könnte. Und zwischen den einzelnen Zonen gibt es Gebiete, in denen wirklich gar nichts wächst. Und zusammen mit dem goldenen Löwenäpfchen lebt bei uns auch der Sanguinus imperator. Diese Kaiserschnurrbart-Tamarine kommen auch aus ein und derselben Zone in einer Region Südamerikas. Sie sind besondere Tiere, die sich von Nektar und vom Baumsaft der Stämme ernähren. Emblematische Tiere, die im selben Lebensraum koexistieren können.